Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Bahnhofstraße seit heute wieder frei. Neues Leben im Turnerheim Kainsdorf und zu Hause aber sicher. Kripo gibt Tipps gegen Einbrecher. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ja, und der Begrüßung unserer Fernsehmacher der Zukunft aus dem Hort in Reinsdorf schließe ich mich gerne an. Guten Abend, Zwickau. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Wir hatten heute Besuch in unserem Studio. Die jungen Leute haben sich zeigen lassen, wie Fernsehen gemacht wird. Und das Resultat oder den kleinen Aufsager, den sie dann noch produziert haben, den haben sie eben am Anfang gesehen. Für viele war es mit Sicherheit mit einem großen Umweg verbunden, wenn sie in letzter Zeit aus Richtung Werdau oder wo auch immer zum Hauptbahnhof wollten, denn die Bahnhofstraße war gesperrt. Inzwischen gibt es dort Neues. Udo Rupkalvis weiß mehr. Die Bahnhofstraße ist seit heute wieder frei befahrbar. Die mit dem Abriss des alten SIPRO-Gebäudes beauftragte Baufirma hatte in zwei Schichten gearbeitet und konnte die Arbeiten vorfristig beenden. Nun geht es im hinteren Teil des Geländes weiter. Noch heute Nachmittag wurde damit begonnen, den nächsten Gebäudeteil abzureißen. In etwa einer Woche soll auch dieses Haus der Vergangenheit angehören. Das ehemalige SIPRO-Gebäude musste am 6. Oktober nach einer Objektprüfung gesperrt werden. Wegen Gefahr im Verzug hatte der Abriss noch am selben Tag begonnen. In der Zukunft wird im oberen Teil der Bahnhofstraße viel Platz sein, denn auch das ehemalige Hotel Wagner gegenüber soll verschwinden. Im Juni hatte ein Großbrand das Haus so weit zerstört, dass letztlich nur ein Abriss in Frage kam. Und wir bleiben noch kurz bei diesem Thema. Ab morgen verkehren die Straßenbahnlinien 5 und 7 wieder regulär. Nach dem Abriss der SIPRO-Brache ist der Weg zum Hauptbahnhof wieder frei. Auch die Buslinie 10 kann die Haltestellen Bahnhofstraße wieder bedienen. Wegen der Sperrung der Olsmannstraße werden die Busse der Linie 27 sowie der Nachtlinie A von Freitag 18 Uhr bis Sonntag über die Reichenbacher Straße umgeleitet. Die Haltestellen Olsmannstraße können nicht bedient werden. Im Fahrtverlauf kann es zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten kommen. Seit dem Frühjahr stand das Turnerheim im Zwickauer Ortsteil Kainsdorf leer. Mitte September ist in der Wilkauer Straße 56 wieder Leben eingezogen. Der hiesige Schnitzverein hat dort eine neue Heimat gefunden. Nachdem die Mitglieder im April aus der Schule ausziehen mussten, machten sie sich daran, das ehemalige Turnerdomizil für ihre Zwecke herzurichten. Ein enormer Kraftakt, der sich aber gelohnt hat. Wer die neuen Nutzer des Turnerheims in Kainsdorf sind, sieht man schon, wenn man das Treppenhaus betritt. Durch das engagierte Wirken des Schnitzvereines ist es in den letzten Monaten gelungen, einer Hälfte des Gebäudes neues Leben einzuhauchen und einen Treffpunkt zu schaffen, in der Vereins- und Kulturarbeit wieder möglich ist. Dass der Verein überhaupt hier ansässig geworden ist, war der Schließung der Grundschule geschuldet. Wir hatten nur noch bis September im vorigen Jahr die Möglichkeit, in der Schule zu bleiben. Dann war der Vertrag abgelaufen. Und da mussten wir uns auf was Neues einrichten und umsehen. Ganz ehrlich gesagt, ich bin mit dem Vorsitzenden über Monate hinweg das ganze Dorf abgelaufen, nach Möglichkeiten gesucht, wo wir eventuell unterkommen könnten. Bis dann zuletzt diese Möglichkeit hier im Turnerheim entstanden ist. Für das 1928 errichtete Turnerheim war der Einzug des Schnitzvereins ein Glücksfall. Nach der Schließung der Gaststätte im Frühjahr stand das Gebäude leer. Nur der angrenzende Sportplatz wurde noch genutzt. Dennoch konnten die Räume nicht sofort für die Zwecke des Vereins genutzt werden. Bis die erste Schnitzstunde stattfinden konnte, war ein gehöriger Kraftakt nötig. Ohne die Unterstützung der Stadt wäre dieser nicht zu stemmen gewesen. Ja, wir haben ca. 2.500 Stunden geleistet an Aufräumen, an
Na, wir mussten ja das ganze Terrain hier, wo wir jetzt sind, umgestalten. Da waren ja kleine Zimmer bloß und wir brauchten ja große. Also mussten Wände ausgerissen werden und so weiter. Die Stadt hat sich immer bemüht, uns zu unterstützen in jeder Hinsicht, ob finanziell oder materiell. Wir können keine Klage in der Richtung aufweisen, weil erstens mal das Gebäude ja etwas in schlechtem Zustand war und die Stadt erst einmal tüchtig rühren musste, um überhaupt hier reinzukommen. Und das hat sie gemacht. Das Dach ist repariert worden und dann konnten wir auch hier anfangen. Mitte September war es soweit und das Vereinsleben konnte in der Wilkauer Straße 56 fortgesetzt werden. Darüber freuten sich nicht nur die 20 großen und kleinen Schnitzer. Auch Vereinsmaskottchen Hugo fühlt sich in den großen und hellen Räumen sichtlich wohl. Dennoch gibt es noch eine Menge zu tun. Wir haben ja den Märchenberg einreißen müssen und umsetzen. Und der muss natürlich jetzt erst wieder in Vordermann gebracht werden. Der Maschinenberg in unserem Domizil wäre auch noch ein bisschen verbesserungswürdig, weil eben da noch vieles jetzt durch das Umräumen und Wegräumen immer wieder gesucht werden muss. Also da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Aber es bemüht sich jeder, diese Sachen in Ordnung zu bringen und wieder auf Vordermann zu bringen. Mit dem neuen Domizil des Schnitzvereins ist es aber nicht getan. Auch für die Gaststätte, den Saal und den angrenzenden Sportplatz hat der Kainsdorfer Ortsvorsteher ehrgeizige Pläne. Stellen wir uns mal vor, dass wir in einem, anderthalb Jahren hier in diesem Haus richtiges Leben haben wollen. Mit den 10 bis 12 Vereinen, die wir in Kainsdorf derzeit noch dezentral untergebracht haben. Also unser Ziel ist es hier, einen zentralen Anlaufpunkt für Vereine und Verbände und Interessengruppen, Elterninitiativen zu schaffen. Für diesen Zweck soll die ehemalige Gaststätte umgebaut, die vorhandene Küche verkleinert und der Saal neu gestaltet werden. Wir sind zurzeit mit der Stadt sehr, sehr intensiv im Gespräch. Ein Projektant ist jetzt dabei, die Bedürfnisse der Vereine und Verbände auf das runterzubrechen, was wir hier realisieren können. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine sehr agile Seniorengruppe, die sich mit Computern beschäftigt. Das heißt also, wir brauchen einen Computerraum. Wir haben einen Heimatverein, der braucht einen Archivraum. Wir haben viele gute, sehr gute Archivarien, die wir hier retten wollen. Wir haben einen Tanzverein, der hier in diesem Raum dann später mal das Bein schwingen soll. Also wir sind mit der Stadt jetzt dabei, ein Konzept zu entwickeln, dass wir mittelfristig sage ich mal in den nächsten 3 bis 4 Jahren hier dieses Haus wieder voll funktionsfähig gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen noch einige bauliche Voraussetzungen geschaffen werden. Das Dach ist ebenso sanierungsbedürftig wie die Fenster und die Heizungsanlage. Was die künftige gastronomische Nutzung der Räume angeht, gibt es bereits konkrete Ideen. Die Vereine haben signalisiert, dass es also eine sehr mobile Catering-Situation geben soll. Das heißt also, die wollen sehr individuell, entweder selbst oder durch Fremd-Catering versorgt werden. Da sind wir dabei, einschließlich, also das ist so eine Vision. Ich sag mal, wer keine Vision hat, hat auch keinen Mut. Eine Vision, dass wir so ein bisschen Biergarten im Außengelände mit errichten wollen. Zum Außengelände gehört auch ein Sportplatz. Seit 1989 kann hier auf Rasenfußball gespielt werden. Später kam noch eine Flutlichtanlage hinzu. Derzeitiger Nutzer ist jedoch nur der FSV Zwickau. Das soll künftig anders werden. Da sind wir auch mit der Stadt, insbesondere mit dem Schulamt, mit dem Sportamt derzeitig im Gespräch, wie wir das später nutzen, weil ja der FSV bekanntermaßen 2016 ein eigenes Stadion hat und dann hier nicht mehr trainiert. Wir haben 2, 3 Vereine, die sind noch, wenn auch nur marginal, aber doch, sie sind noch da und wir wollen gerade im Nachwuchs etwas tun. Etwas ganz, ganz wichtig ist, das ist für mich auch als ehemaliger Sportlehrer wichtig, wir wollen für die Senioren eine Bewegungsstrecke hier aufbauen. Also so nach dem alten Prinzip des Turnvaterjahns, beweg dich und du bleibst gesund. Über mangelnde Bewegung im übertragenen Sinne kann sich der Ortsvorsteher derzeit wirklich nicht beklagen. Es tut sich was in Kainsdorf. Das haben nicht zuletzt die Schnitzer bewiesen. Den Machern um Gerd Drexler ist zu wünschen, dass ihre Visionen rund um das Turnerheim in Erfüllung gehen. Und dafür ist natürlich auch eine gehörige Portion Gesundheit nötig.
Unter dem Motto »Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit« beteiligt sich die Polizei des Freistaates Sachsen auch in diesem Jahr mit zahlreichen Informationsveranstaltungen rund um den Tag des Einbruchsschutzes, der bundesweit am 25. Oktober stattfindet. Die polizeilichen Beratungsstellen der Polizeidirektion des Freistaates Sachsen werden im Vorfeld dieses Tages mit Veranstaltungen, die Fragen interessierter Bürger beantworten und kostenfreie Beratungen zur Sicherheit von Heim und Haus durchführen. In unserer Stadt steht Dieter Weinzel von der Polizeidirektion Südwestsachsen am kommenden Freitag und Samstag in den Zwickau-Arkaden interessierten Bürgern Rede und Antwort. Er ist der ausgewiesene Berater für Sicherheit und Prävention. Anhand aktueller Statistiken erläutert er, wo auch in Ihrem Heim die Schwachstellen liegen, die Einbrechern leichten Zugang ermöglichen. Oft sind es einfache Maßnahmen, die Schutz bieten. Verbinden Sie doch Ihren für Freitag oder Samstag geplanten Stadtbummel mit einem kurzen Stopp am Stand der Polizeidirektion Südwestsachsen in den Zwickau-Arkaden, direkt neben der Filiale der Fleischerei Gretenkort. Werbung. Das sollten Sie nicht verpassen, das 13. Sächsisch-Bayerische Oktoberfest in der Stadthalle Zwickau. Zwei Termine am 23. und 24. Oktober sind bereits ausverkauft. Jetzt können Sie sich noch Karten für den Zusatztermin am 25. Oktober sichern. Seien Sie dabei beim 13. Sächsisch-Bayerischen Oktoberfest am 25.10. um 17 Uhr. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Damit ich halbwegs fit bleibe, denn im Alter kommen ja immer mehr Beschwerden dazu. Und so fühle ich mich wohl. Ich gehe schon 6 Jahre hierher. Und mir geht es nicht ums Auspowern, sondern um die Beweglichkeit. Ich gehe vor allem in die Kurse. Man kann sich vielseitig betätigen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Day Spa Zwickau. Ein bunter Strauß schöner Ideen. Für den schönsten Geburtstag oder den Junggesellinnenabschied das Day Spa mieten. Lassen Sie und Ihre Freundinnen sich bei Massagen und Beautybehandlungen verwöhnen. Gerne auch für starke Männerrunden, Sekt und Häppchen inklusive. Day Spa Zwickau, die schönsten Ideen für einen schönen Tag. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank, Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Im Netz unter www.dayspa-zwickau.de. Das ist Clara. Clara hat jetzt einen, der 3 Dinge auf einmal kann. Mit ihrem neuen Kabelanschluss hat Clara den richtigen Partner gefunden. Sie surft mit ihrer superschnellen Internetflat, telefoniert unbegrenzt günstig und guckt ihre Lieblingsfilme in HD. Die
Dreierkombi passt einfach perfekt in Ihr Leben. Bestellen Sie jetzt die Dreierkombi von Tele Columbus ab 19,99 im Monat. Alles richtig gemacht. Tele Columbus. Psst, jetzt auch mit Mobilfunk. Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg und der Gasthof Gegengrün mit seinem einmaligen Saal laden Sie recht herzlich zum Verweilen ein. Mit öffentlichen Spa-Wellnessmassagen, Schwimmhalle und Saunabereich, mit Essen vom Feinsten, bleiben keine Wünsche offen. Die Restaurants in beiden Häusern, die täglich ab 11 Uhr für Sie geöffnet haben, verfügen über herrlich angelegte Biergärten mit Kinderspielplätzen und ausreichend Parkmöglichkeiten auch für Busse. Zu geschlossenen Veranstaltungen aller Art sowie festliche Hochzeiten sind Sie bei Flexig immer richtig. In verschiedenen liebevoll eingerichteten Gasträumen in beiden Häusern werden bis zu 130 Gäste mit den Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Besonderheiten sind Fahrten mit den hauseigenen Oldtimern oder das Gegengrüner Heimateck mit seinen lebensgroßen beweglichen Figuren der erzgebirgisch-vogtländischen Tradition, mit einer Hausbäckerei, wie es sie weit und breit nicht noch einmal gibt. Den Rahmen für bleibende Erinnerungen im Hotel ist die Übernachtung mit Frühstück für die ganze Familie, ihren Verwandten und Freunden. Flexig bietet alles. Bei einem Wohnungsbrand in Krimmetschau ist heute Vormittag ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro entstanden. Polizei und Feuerwehr waren gegen 9 Uhr in die Mühlgasse gerufen worden. Das Feuer war im Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Die 42-jährige Bewohnerin und alle anderen im Haus befindlichen Personen konnten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die weiteren Räume, vor allem das Wohnzimmer, wurden durch den Brand stark verrußt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Woche der offenen Unternehmen, die 2016 vom 7. bis zum 12. März stattfindet, können interessierte Unternehmer ab sofort kostenfrei ihre Angebote auf der Internetplattform unter www.schaureinsachsen.de eintragen. Die Veranstaltung soll Jugendlichen in ganz Sachsen ermöglichen, sich bei Betrieben über Ausbildungs- und Studienangebote sowie berufliche Perspektiven nach der Schulzeit zu informieren. Auch Betriebe mit eher unbekannten oder speziellen Berufsbildern sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Am letzten Oktoberwochenende steht Leipzig ganz im Zeichen des Designs. Die Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg der Westsächsischen Hochschule ist wieder mit mehreren aktuellen Projekten vertreten. Der von Studierenden der Angewandten Kunst Schneeberg konzipierte und realisierte Messestand präsentiert auf den Designers Open eindrucksvoll die Potenziale der Ausbildung. Zur feierlichen Eröffnung des Leipziger Design Festivals präsentiert die Studienrichtung Modedesign ausgewählte Abschlussarbeiten des Jahrgangs 2015 in einer speziellen Modenschau. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Freitag feiert das neue Solo-Kabarett von Erik Lehmann um 19.30 Uhr seine Vorpremiere im Zwickauer Theater in der Mühle. In einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hat. In einer Welt, in der selbst Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren. In einer solchen Welt, da braucht es einen kühlen Kopf. Uwe Wallisch, Hobbybastler, Kleingärtner, Mensch. Er kämpft für uns. Mit Frau Kleefeld vom Jobcenter, mit der Anja von eBay Kleinanzeigen und mit seiner Tochter Bettina, die Mastschweine mehr liebt als ihren eigenen Vater. Übrigens, die Premiere zu diesem Solo-Kabarett, die gibt es dann eine Woche später. An gleicher Stelle, nämlich am 30. Oktober im Theater in der Mühle in Zwickau. Freuen Sie sich drauf. Pünktlich, wenn die Uhren umgestellt und die Tage wieder kürzer werden, laden die Museen der Tourismusregion Zwickau, dem Zeitsprungland, zu originellen und spannenden Zeitsprüngen ein. Unter dem Motto Geschichte zum Anfassen, Tradition zum Erleben und Neues zum Entdecken dürfen sich die Gäste am Samstag zum Zeitsprungtag auf Führungen der besonderen Art, Ausstellungen mit Pfiff und andere Veranstaltungshöhepunkte freuen. So startet zum Beispiel um 10 Uhr eine mobile Zeitreise in der Automobilentradition
Trabant-Ausstellung in Zwickau, die die Faszination Trabant mit der Präsentation aktueller VW-Modelle verbindet. Etwas künstlerischer geht es in den Kunstsammlungen Zwickau, dem Max-Pechstein-Museum, zu. Dieser malerische Zeitsprung der Spätgotik bis in den Expressionismus wird durch die thematische Stadtführung Max Pechstein von Zwickau in die Welt um 12 Uhr abgerundet. Er steht in den Startlöchern, der 22. Bandwettbewerb des Alten Gasometers Zwickau. Und bis zum 30. Oktober kann man sich noch dafür bewerben. Mitmachen können Bands, die in einem Radius von 111 Kilometer um Zwickau herum beheimatet sind. Und das älteste Bandmitglied sollte nicht älter als 27 Jahre alt sein. Ab diesem Jahr können sich aber auch Singer-Songwriter bewerben. Nähere Informationen zu den Wettbewerbsregeln und Anmeldungen sind möglich unter www.zwickauer-musikforum.de. Werbung. Kunsthandwerk Liebig, seit 1994 wieder in der Zwickauer Hauptstraße. Für individuelle Geschenke, Accessoires für schönes Wohnen und erzgebirgische Volkskunst. Nur bei Kunsthandwerk Liebig. Der Zwickauer Ratsherrenbecher mit dem ältesten Stadtsiegel. Der Zwickauer Bergmann als Räuchermann. Der Original Zwickauer Schwibbogen und einmalige Objekte aus dem Holz des Kornhausdachstuhls. Kunsthandwerk Liebig, Hauptstraße 55 bis 59 in Zwickau. Das war ein Gewerbeobjekt der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. GGZ. In Zwickau zu Hause. Herzlich willkommen beim Homecare Service Treitschke, dem kompetenten Partner, wenn es um Ihr Wohlbefinden geht. Sie finden uns mit unserer Firmenzentrale und dem Sanitätshaus am Schlobigplatz in der Thomasmannstraße 2. Als Partner aller Krankenkassen kümmern wir uns, wenn es in Ihrer Familie gesundheitliche Probleme gibt. Auch die Klärung bürokratischer Belange gehört bei uns zum Tagesgeschäft. Außerdem bieten wir Komplettleistungen rund um die häusliche Pflege an. In unserem Homecare-Bereich unterstützen wir Sie mit ableitenden und saugenden Inkontinenzhilfen, moderner Wundversorgung sowie mit Tracheostoma-Materialien. Zusammen mit der enteralen Ernährung und der Stoma-Versorgung sind wir seit mehr als 20 Jahren für Sie unterwegs. Unsere fachlich kompetenten Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Sie. In unserer modernen Orthopädiewerkstatt am Standort Thomasmannstraße gehen wir minutiös auf Ihre Bedürfnisse ein. In den modernen Werkstätten unserer Orthopädietechnikabteilung fertigen wir für Sie individuell Hilfsmittel für alle Körperbereiche. Ob Bandagen, Schuheinlagen, Orthesen oder Prothesen, alles wird individuell auf Sie zugeschnitten und Ihren Bedürfnissen angepasst. Mit modernster Computertechnik unterstützen wir dabei den Fertigungsprozess. In unserer Reha-Werkstatt an der äußeren Dresdner Straße halten wir das komplette Angebot von Gehhilfen über Rollstühle bis hin zum Badewannenlift für Sie bereit. Wir befinden uns also hier im Reha-Team der Treitschke GmbH. Wir kümmern uns also besonders um die Hilfsmittel bei Entlassungen aus der Klinik, im häuslichen Bereich. Wir sind also ein Logistikunternehmen, wir versorgen Sie zu Hause. Wir haben also von Rollatoren über Treppensteiger, Treppen müssen bewältigt werden, Fahrzeuge. Wir haben also hier die komplette Versorgung, Werkstatt und betreuen Sie zu Hause und betreuen Sie also rund um die Uhr mit Reha-Technik. Mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität unterstützen Sie unsere Mitarbeiter beim Einsatz und der Handhabung sämtlicher Hilfsmittel in der häuslichen sowie stationären Pflege. Auch am Standort Eckersbach in der Scheffelstraße 46 sind wir mit unserem Sanitätshaus und Gesundheitszentrum präsent. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr unter 0375 2721 590 erreichbar. Unser Motto: Beginnen Sie den Tag mit einem Lächeln. Denn Lächeln ist gesund. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft,
Da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Herr Müller, schön, Sie zu sehen. Entschuldigung. So glücklich macht nur der Happy Deal von Citroën. Mit vielen Modellen inklusive Top-Ausstattung. Le cas, le caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Das Finale der deutschen Rallye-Meisterschaft, kurz DRM, findet traditionell bei der ADAC Drei-Städte-Rallye am kommenden Wochenende in Bayern statt. Ruben und Petra Zeltner starten zum letzten Mal in diesem Jahr mit ihrem Porsche 911 GT3. Nach dem vorzeitigen Titelgewinn bei der ADAC Rallye Baden-Württemberg kann das Team den letzten Meisterschaftslauf ruhig angehen. Obwohl, dieses Ziel ist dann auch klar. Für Zeltners heißt es, der schnellste Porsche sein. Das Wetter wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Grau und trübe geht es durch den Donnerstag. Ab und zu sind auch Niederschläge zu erwarten. Der Wind weht schwach aus Südwest bei Temperaturen von 6 bis 10 Grad. Und die Aussichten: ab Freitag wird es wieder eine Spur freundlicher. Die Niederschlagsneigung geht zurück und die Wolkendecke kann ab und zu aufreißen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Der Samstag präsentiert sich meist sonnig bei Werten bis 15 Grad. Doch am Sonntag verdichten sich die Wolken schon wieder und wir bekommen die nächsten Niederschläge. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 11 Grad. Tja, und jetzt huscheln wir uns gemütlich in eine Decke ein und genießen den herbstlichen Abend. Ich danke fürs Zuschauen. Morgen um 19 Uhr sind wir nochmal für Sie da mit einer neuen Ausgabe von Tag aktuell. Ciao und tschüss.